FC Bayern World Squad continues. 100% football, nothing else. I expect a lot of fight. I have a lot of pressure due to my family. I need to change their lives. Money and fame is so important to me. Für viele ist ihr Ausweg eigentlich der Fußball und ist das, wonach sie streben und versuchen, Fußballprofi zu werden, um da rauszukommen. Wie auch letztes Jahr werden wir die Jungs dann hier nach München holen und dann auch gegen unsere U19 wieder spielen. Dann hoffen wir, dass der eine oder andere unserer Spieler dann vielleicht einen Profivertrag danach unterzeichnen kann. Und natürlich wäre das auch für uns wichtig, um solche Jungs wie Jamal Musiala, Alphonso Davies wieder zu entdecken. Só o futebol possibilita isso. E clube que tem essa visão como o Bayern de Munique. The World Squad is an amazing opportunity. I have to go on 100. I need to be the best. Der Traum eines jeden ist, Profi zu werden. Der Großteil dieses Kaders bleibt ja bestehen. Es sind ja noch Spieler über der Stamm vom letzten Jahr. Wenn man José Mulato sieht, sag ich mal, der herausragende Spieler in der ersten Staffel. Man sieht schon, dass er auf jeden Fall kicken kann. Von seiner Qualität, was der Junge ja, für ein sportliches Potenzial hat, was er für einen Schuss hat, was er für eine Schnelligkeit hat. Und wo uns eigentlich ziemlich früh klar war, dass das schon einer sein kann, der definitiv irgendwo mal im Profifußball landen wird. Yo tuve la gran oportunidad de trabajar con el Bayern World Squad el año pasado y la aproveché. Jetzt hat er einen Vertrag unterschrieben bei Dallas, beim Partnerverein vom FC Bayern. Und wir hoffen, dass sich dementsprechend entwickelt und ja, eventuell mal für den FC Bayern spielen kann. Si no hubiera sido gracias al World Squad, pues no estaría aquí donde estoy. Einer, der ja nicht lange fackelt, sondern schnell den Abschluss sucht. Die Altersgrenze bei der World Squad liegt dieses Jahr bei den Jahrgängen 2004 und 2005. Somit haben die Jungs, die aus dem Jahrgang 2003 stammen, die letzte Chance, über die Bühne FC Bayern World Squad einen Profivertrag zu bekommen. My name is Daniel Francis. I'm from Nigeria. I'm 18 years old and also the captain of the World Squad. Wir haben einen Nigerianer dabei, der ja, seine letzte Chance sieht jetzt mit dieser Weltauswahl. Next step is just for me to be a professional footballer, that's all. Woo! Very okay. Welcome, Mama. As you can see, this is my new house. This is my compound. This is my neighbor's room. And this is my house. This is where I sun dry my boots in case if it is wet. This is the entrance of the room. Er weiß, dass es das letzte Jahr ist aufgrund von seinem Jahrgang und vielleicht auch seine letzte Chance, hier nach Europa zu kommen und vielleicht Fußballprofi zu werden. Actually, he changed a lot. When he returned back from his training, he used to drop his boots anyhow. But since he came back from Germany, he has been composing himself. I normally help my mom working in the household. He always participates a lot since when he came back. That is what I see in him. A lot have changed about Daniel. He works every day, like, because he goes
on 100% in everything. Weil in Nigeria gibt es keinen geregelten Ablauf von Mannschaften, gibt es nur Nationalmannschaften. Wir haben, was fußballerisch angeht, gar keine Strukturen vor Ort. Mit dem Daniel gesprochen, der hat aktuell kein Mannschaftstraining, weil es dieses Vereinswesen dort nicht so gibt. Schade gerade für die Jungs, was sie in der Entwicklung natürlich nicht optimal dann weiterbringt. Sean is always consistent with his training and he doesn't joke with his training anymore. Wir sind regelmäßig auch im Austausch über WhatsApp. Er schreibt regelmäßig, erkundigt sich. Actually, we've been praying for Bayern Munich to sign him. We'll just be supporting him by prayer. Für viele ist ihr Ausweg eigentlich der Fußball und ist das, wonach sie streben, Fußballprofi zu werden, um da rauszukommen. I have a lot of pressure due to my family, which I need to change their life. So I have to go on 100 according to my friend. I have to go on 100. Yeah. Der Druck für ihn, das merkt man auch, wenn man mit ihm spricht. Und ich glaube, das ist ein ganz sensibles Thema. Nicht, dass ein Spieler dann halt in ein tiefes Loch fällt und das halt im schlimmsten Fall nicht ein Leben lang, aber schon einige Monate, Jahre mit sich mitnimmt. Ja? Weil Scheitern im Profifußball gehört halt mit dazu. No. 100% Football. Nothing else. Jetzt müssen wir schauen, wie die Entwicklung ist von Francis. Vielleicht können wir was tun für ihn. Er hat unsere Unterstützung zu 100%. Der Modus war wie letztes Jahr, dass sie sich online bewerben konnten auf der Plattform, konnten Videos hochladen. Rein basierend auf Video-Scouting eine Mannschaft zusammenzustellen und dann zu sehen, was rauskommt, hat es ja so noch nie gegeben. Wir haben vorher auch immer überlegt, was erwartet uns da eigentlich. Unsere Experten, Klaus Augenthaler, unsere internationalen Trainer, alle, die da beteiligt sind, die haben natürlich jetzt auch noch Übung drin und ihr Auge ist schon geschult, bei den vielen Videos, die sie bekommen, dann auch die richtigen Spieler auszuwählen. Wenn man jetzt mal reinschaut, sieht man hier oben 2605 Bewerbungen im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ungefähr knapp über 600 hatten. Letztendlich, ich glaube, sieht man auch gerade hier, dass es unheimlich schwer ist im Vergleich zu einem Live-Scouting, wenn ich Spieler echt sehe, da wirklich die Spieler auszuwählen. Also da sieht man die Umstände, wo die teilweise die Videos herschicken, wie sie aufwachsen. Kein Ball. Du siehst ja, was für eine Motivation dahinter steckt, wenn einer dann mit einer Plastiktüte gefüllt spielt und sich dann hier halt auch bewerben kann. Und es wird halt auch vom FC Bayern gesehen. Wir haben einige Brasilianer, wir haben Nigerianer und aus Togo Bewerber, die wir speziell eingeladen haben in einem Event in Brasilien und in Togo, wo wir die dann live vor Ort sehen werden, was natürlich top ist. Und daraus werden wir dann rausziehen, der dann das World Squad verstärkt. Fazer avaliação dentro de projeto onde o clube, o FC Bayern, queria ver os jogadores jogando no terrão, para automaticamente mostrar que é possível ainda hoje você descobrir talentos em lugares que esses talentos têm poucas oportunidades. Meu nome é Vitor Henrique, tenho 18 anos e jogo de volante. Então, meu sonho foi sempre, desde pequeno, sempre querer... Tamo junto. Caramba, nervoso. Fico muito feliz em poder ter dar essa contribuição para esses jogadores, para esses jovens jogadores que sonham em ter uma carreira de sucesso. Meu João Paulo, da Silva Barbosa.
Sou Paulo Durso, eu jogo de meia e também jogo de ponta. E nos vemos numa próxima. Obrigado. Wir haben uns aufgrund ihrer Fähigkeiten, sprich in super Passspiel, super Technik, gute Spielauffassung dazu entschieden, alle drei mit nach Rio de Janeiro zu nehmen und dann da die finale Entscheidung zu treffen. Ah, tô muito feliz, cara. Sensação. Muito, muito feliz. E, cara, como você falou, o Bayern é um dos maiores times do mundo. Obrigado, Bayern. Gemerkt, dass sie wissen, okay, das könnte jetzt meine Chance sein und eventuell Profi werden zu können durch die Einladung zum World Squad. C'est le travail d'abord quoi. C'est moi, c'est le travail. C'est le travail qui détermine la réussite. Djibril Achraf, c'est un jeune que j'ai recruté, ça fait banalement 10 ans. Il peut jouer n'importe quel poste, que ce soit à l'attaque, milieu, à la défense. Ich denke, dass seine Größe, dass seine Kopfballstärke mit seinen 1,93 unsere Abwehr verstärken kann. Je suis très content, quoi. Je suis fier d'être sélectionné en tant que joueur. Et j'aimerais grandir avec le football. Von der Technik über taktisches Verhalten, wie ist er im 1 gegen 1, offensiv, defensiv, wie verhält er sich in der Gruppe, wie ist sein Passspiel unter Druck. Das heißt, Leistung entscheidet. Und nichts anderes. My name is Treasure Odunze. I'm 16 years old. I really want to thank FC Bayern for coming over to Nigeria. It was a long time ago when I discovered that he's playing football. I said, what? That I should focus on his studies, so that I would not like what happened to me. What happened to him? And I called him. I asked him, is it true that you want to play football? He said, yes. He said, he loves playing football. And I keep quiet. He's the kind of person that will want to play football in the morning before coming back to eat. But me, as a mother, I'm feeling for him that he might get hungry and he needs stamina. So I want him to eat heavy. Football is so important in Nigeria that so many footballers in Nigeria rely on football. That without football, like, it's as if their life is nothing. Money and fame is so important to me because, again, when I have money, I love to, like, see my family in good condition. It gives me a reason to train hard. Because I really want to take them to that level they are supposed to be. I was the one that bought Treasure's first football boot. And when I did, he was very happy, he was so excited. Wir haben uns dann für den Treasure entschieden. Ist ein Stürmer, großer, schlagsiger Stürmer. Sehr, sehr auffällig bei ihm war, was ihn dann abgehoben hat, noch sein Merkmal, Bälle vorne zu halten. I'm very happy, I feel so happy. And when my parents get to hear that I've been picked, they'll also be happy. So I just want to thank Bayern, FC Bayern for choosing me. Das Ding ist, wenn du nur das Video, deswegen haben wir so oft diskutiert und nochmal schaust, nur das Video anschaust, du denkst, das ist eine Kopie von Alphonso Davies. Der ist pfeilschnell, der hat richtig Speed, der hat super Aktionen und das Video war eins von denen, was sofort gleich überzeugt hat. Deswegen waren wir halt so. Deswegen sind wir diskutieren, aber nicht nur das fünfte Mal jetzt ein Versuchen zu kontaktieren. Ich habe letztes Mal ja gesagt, wie er nicht rangegangen ist. Der ist raus. Wenn ich mit
einem Trainer oder mit zwei Trainern telefoniere, die eben die Chance geben durch diese Weltauswahl, dann setze ich mich anständig hin und liege nicht auf der Couch. Irgendwo gehört ja ein bisschen mehr dazu, als dann auch nur Fußball spielen, also charakterlich, wenn einer dann so auftritt und Termine nicht wahrnimmt, sich nicht abmeldet, sich nicht gar nicht meldet, hat er sich dann disqualifiziert. Allein schon ja, die Herangehensweise, ja, dann haben wir eigentlich schon zweimal und am dritten Mal gesagt, das ist vorbei. Wir versuchen nicht nur gute Fußballer, sondern auch gute Menschen auszubilden. Alles, was dazugehört, es sind Kleinigkeiten dabei wie Pünktlichkeit, ja, dass man den anderen schätzt, dass man den anderen dementsprechend behandelt. Und das ist eben unser Ziel, dass diese Jungs nach dem FC Bayern ja, gute Personen sind. Hi. Hallo, Nicola. Hi. Yes. No. Hi. We told you are one of the last goalkeepers left from our selection, and yeah, Jaro saw all the videos, and we made our decision after we watched all the videos, and yeah, Klaus. Hey, thank you. You're part of the World Squad. Congratulations. Congratulations. Thank you very much. Für mich war ein Anliegen da, weil ein Torwart kommt aus der Ukraine. Es ist nicht nur aus humanitären Gründen, dass wir ihn ausgewählt haben, sondern weil er auch sportlich dementsprechend ja, sich qualifiziert hat. Er ist zielstrebig, er entscheidet schnell, er schießt viele Tore. Der ist aber, er macht einen super Eindruck. Ich sage jetzt für mich auch der Japaner, der Nationalspieler. Letztes Jahr waren es knapp 600 Anmeldungen, dieses Jahr über 2000 aus über 100 verschiedenen Ländern. Und in Brasilien haben wir jetzt auf 20 runtergebrochen. Es wäre wichtig für uns, dass die Fußballer, die in der World Squad sind, den FC Bayern von der besten Seite kennenlernen, dass die diese familiäre Atmosphäre spüren und im optimalen Falle natürlich einer da ist, der für unsere Profimannschaft in Frage kommt. Dann, wenn die Truppe steht, ist die erste Reise, wird nach Brasilien gehen. Ich freue mich am meisten, wenn die Jungs alle ankommen und wenn die Jungs das erste Mal in ihrem Bayern-Bekleidung auf den Platz kommen und man die strahlenden Augen der Jungs sieht, weil das ist was ganz Besonderes. Man hat die alten Spieler, die schon über Wochen zusammen waren, die schon alles kennen, und die neuen, für die das, die es nur, sage ich mal, aus dem Fernsehen kennen und jetzt dann dazustoßen. Das ist eine der Herausforderungen, um dann eben wieder aus diesen zwei Parteien ein Team zu bilden und die neuen Kulturen wieder kennenzulernen. Das ist ein ganz gutes Beispiel, dass die Gesellschaft ganz bunt, wie sie ist, sehr gut zusammenleben kann und alle gemeinschaftlich auf Ziele hinarbeiten können. So ist dann bei der World Squad genauso. Das soll es auch im echten Leben sein. Playing the sport that you love, just to have fun as well. Então, quando eles têm esse entendimento de ter oportunidade de vestir a camisa de dos maiores clubes do mundo, você tem que comer grama. It's going to be amazing to see all of you play, and I'm looking forward to it. Jeder weiß, das ist mein Konkurrent, hier geht es um meinen Stammplatz. We're both battling for the same spot. This is my last chance. Ich glaube, da knallt schon mal gern ein bisschen. Wir werden mit Sicherheit nicht mehr die besten Freunde. Und
Druck gehört immer dazu. Wenn man dem nicht standhält, dann wird man den Sprung nicht schaffen. Genau wie beim FC Bayern World Squad suchen wir euch die besten Talente. Gemeinsam mit Volkswagen geben wir euch die Chance, hier an der Säbener Straße ein exklusives Training mit dem FC Bayern World Squad Trainerteam zu gewinnen. Gemeinsam mit meinem Trainerstab suche ich die besten Talente aus. Ladet ein YouTube-Shorts-Video mit dem Hashtag World Squad Next Level im Titel auf YouTube hoch. Das Video darf maximal 60 Sekunden lang sein. Teilnehmen zu können, müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein und aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. To find out all the steps to participate, check the description below.